Neben den Basis-CSS-Selektoren gibt es auch noch einige erweiterte, spannende CSS-Selektoren. Und welche das sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Machen wir ein mini kleines Beispiel, wie denn sowas aussieht. Also wir haben wieder CSS Desk. In diesem Fall, wie gesagt, da gibt es auch viele andere Tools, die hier helfen können. Und wir machen mal ein kleines Formular. In dem Formular hätten wir gern ein Label Tag, ein Label ist ja für eine Beschriftung eines Feldes, wie viele Prozent, irgendwas, slash Label. So, und ein Label selbst hat ja sonst keine Formatierung erstmal. Und dann machen wir ein Input-Feld. Input-Type ist gleich Text. So. Und das Formular schließen. Gut, damit ich hier nicht irgendwas reintippen kann, sondern einfach nur Werte zwischen 0 und 100, muss ich mal sagen, Input-Type ist Number. Dadurch passt sich auch am Smartphone zum Beispiel automatisch die Tastatur an. Und jetzt sage ich, Max ist gleich 100 und Min ist gleich, ja, sagen wir, minimal brauchen wir mal 1%. So, und jetzt kann ich hier mal keine normalen Zahlen, Buchstaben mehr eingeben, aber ich kann entsprechend Werte eingeben. Aber niemand hindert mich, entsprechend größere Werte einzugeben. Die Built-in-Sachen hier, die erlauben mir schon, dass ich nicht unter diese 1 gehe und nicht über diese 100. Allerdings, wie gesagt, Copy-Paste oder ähnliches kann ich natürlich etwas machen. Also brauchen wir natürlich eine entsprechende Eingabevalidierung. Ohne der geht es nicht. So, und jetzt können wir sagen, ich hätte bitte gerne alle Input-Elemente, und zwar diejenigen, die in Range sind. Ja, haben wir gesehen, ist ein Pseudoselektor. Und hier sagen wir Border, Solid, One Pixel und Green. Und dann sagen wir, also wir machen einen grünen Rahmen herum. Input in Range. So, jetzt aber. Zwei. Hier ist ein grüner Rahmen, den sieht man nicht so gut. Yellow. Oder machen wir Green. Green mit 3 Pixel. So, jetzt sieht man den auch ein bisschen. Also, wenn der in Range ist, Input Doppelpunkt in Range, dann machen wir einen durchgehenden Border. Ja, gibt es auch andere wie Dotted und so, dann ist er punktiert und so. Also Solid, 3 Pixel soll er dick sein und grün soll die Farbe sein. Input bei Out of Range. Dann hätten wir gern einen Border Solid 3 Pixels Red. So, dann sehen wir uns das mal an. 1 ist gut. 101 oder 111 sehen wir, dass der Border automatisch rot wird. Bei 100 ist er wieder grün. Ja, minus 1, prima. 0, rot. Also, so einfach kann es gehen, dass man eine nettere Formatierung zur Eingabevalidierung hat. Nicht jede Kombi ist so leicht, aber wie gesagt, nur ein kleines Beispiel und ihr seid sicher kreativ, um herauszufinden, was denn noch alles geht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.